Let's play some games, weil Zocken geil ist. Hallo und willkommen bei Let's Play Some Games Couch Gaming Deluxe. Und wir sind der Noob and the Dude. Und in unserer Best of Seven Serie sind wir heute dran mit Bass, dem Musikquiz. Alin tritt gegen mich an, ich trete gegen Alin an. Wir werden sehen, wer von uns am meisten hier drauf hat. Wir wählen schnelles Spiel, damit es auch nicht so lang dauert. Und zack. Und Kandidaten auswählen. Amigos, drücken Sie eine farbige Taste. Dann sehen wir, dass Sie mitspielen und wo Sie stehen so möchten. Wie kann man das jetzt überbrücken? Überfliegen? Drück du mal nochmal auf. Okay, die Zeit ist gleich runtergelaufen, aber. Gemeine Schneider. Unsere Gesichter aus. So. Gerne sind Sie mit dem Kabel. Wenn Sie nochmal in Ordnung. Können Sie sich einen Kandidaten aussuchen? Wir haben schon mal eine Proberunde gespielt, damit Aline mit dem Spiel vertraut ist. Was wollen Sie bei der Show tragen? So. Wählen Sie jetzt noch einen Ton. Alles schon eingestellt von vorhin, ja. Ihren Namen ein. Ja, fertig, Sie fertig, super. Alle bereit? Dann auf als hätte man schon mal gespielt. Fertig, Bass. Cool. Und sieht doch schon. Ja, ich will gewinnen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Jawohl. Einen dicken Applaus für unseren Gastgeber heute Abend. Bass! Was kommt von draußen rein? Holla, hi, holla, Bass! Ja, ich bin es und dies ist die Show, die ist großartig, in jedem Teil von Bass ist er ja, gleichermaßen charmant nervig. Ja. Hast du schon mal ein Bass-Spiel gespielt? Ich glaube mal einmal mitgespielt. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Also ich denke mal, meine Chancen stehen sehr gut, dass ich gewinne. Schauen wir mal. Kennen Sie sich mit Bandnamen aus? Oh, jetzt Bandname. Jetzt wird's heiß. Jetzt kommt das Fieber. Wir spielen Bandfieber. Da bin ich super drin. Ja, also auswählen mit farbiger Taste, kennen wir ja. Wir müssen manchmal die Ladezeit entschuldigen, weil... In Ordnung, weiter geht's. Ist schon eine alte Konsole und die kann halt auch nicht mehr so schnell. Bereit und los! In your face. Stabi und Klaus. Den nächsten Track bitte! Dass ich sowas weiß und wirklich ist so interessant wie beschämend. Okay, das kenne ich auch und ist auch beschämend. Ich hab gedacht, das ist Wolfgang Petri, ich hab's falsch gedrückt. Wir hatten uns so viel zu sagen. Ich kenne verdammt, ich lieb dich von Matthias rein. Aber gut, mir liege schon mal ganz gut. Diese Nacht ist grau und kalt und schwer. Sie hält mich fest. Oh Gott, kenne ich nicht, aber. Und mich nicht mehr Deutschrock und beide Stimme muss Juli sein. Wir malen nicht denken. Ach so, okay. Du hast mich. Oh Gott. Mutter? Was? Ich mache jetzt einfach. Ah, Mutter, ja. Ja. Eiffel 65, ja. Ich wäre ja Domo. Ah, ja. Domo, arigato. Es ist nicht
Serenade. In einer Kemenate. Ist alles zu alt? Kennt doch jeder. Das ist neu, das kenn ich aber. Ja. Am Ende dieser Runde steht Spieler 1 ganz oben. Ja. Spieler 2 kam als letzter durchs Ziel. Naja, war wahrscheinlich verzückt. Vermute ich auch. Ja. War eine echt alte Sache, also. Krankenschwester. Salat. Genau, jetzt wird es wieder heiß. Denn wer gleich falsch liegt, wird in die Luft gejagt. Oh, jetzt muss ich eine Bombe machen. Das Bombenspiel. Also wenn ich den Weiß einfach weiter drücke, so lange, yeah, bis, okay, bis was kommt. Ja. Rose, alten Hasen bringt man nicht mehr das Hüpfen bei. Das Ding geht gleich los. Oh, ich glaube, bei dir an. Nee, bei mir. Sehr schön. Ach so, du gehörst ja. Okay. Tag am Meer. Tag am Meer. Ja, dann kenn ich. Ja. Ja, okay. Oh, oh, ist. Mist. Aua! Sie sind wirklich ein Bombentyp. Minus 300. Ich glaube, Broken von Sieber. Ja. Und sie steht unten auf Lust. Dort ist das Licht. Der Stadt nicht mehr zu sehen. Oh. Welches Duo? Einfach irgendwas drücke, wenn ich dann weiß, weil sonst... Dann bleibt so ein Steher. Ja. Nichts ist so eine gute Erinnerung daran, dass man einen Fehler gemacht hat, wie ein paar Pfund hochexplosiver Sprengstoff. Oben ist Schrauch. Ja. Weg mit der Bombe! Welches Duo? Ich höre nix. Falsche geht's nicht. Okay. Scheiß Nachladezeit. Ich liebe Sprengstoff. Bumm. Mal sehen, wen es so richtig schlimm erwischt hat. Also, ich liege noch signifikant vorne. Spieler 1 hat ein Talent für Sprengstoff. Im langen Spiel hast du die Shots, kannst du immer wieder aufholen. Weil du kannst dem anderen, also wenn du auch mit mehreren spielst, weil du kannst dich mit anderen Leuten verbünden und dem die Punkte abziehen. Aha. Ja. Und da bleibt es eben bis zum Schluss immer spannend. Mhm. Hm. Also wenn man halt gegen mich spielt. Weil das ist ja, Qual für jeden. Die Punkte wieder abziehen kann. Geht in dem Fall jetzt nicht.
Video Kill the Radio Star. Aber jetzt kann ich alles gut machen im Videoclip-Segment. Aber ich spiele in dem Fall jetzt halt gegen mich und... Es ist ganz einfach. Hören Sie sich den Song an und antworten... Rose, dann übernehme ich jetzt. Es kommt bestimmt eine Frage, in welcher Sitcom ach so. Sie drin war. Das, wenn 100 Pro, wenn mal die PlayStation anfängt zu laden, das scheiß alte Ding. In dem britischen Agentenfilm spielt diese atemberaubende Sopranistin mit. Ja, das weiß ich zufällig. Achso, ich muss ja auch drücken. Ja, Spieler 2, langsam und stetig. So schaffen sie es. Nicht zu langweilen. Return of the Mac. Und jetzt die Frage? Ja, ich weiß. Wie heißt dieser Song? Ich hab das gerade eben schon gesagt. Echt? Ja. Ich hab's gerade gesungen, die Zeile. Zweimal dieselbe Antwort. Ich helfe jetzt ein bisschen da liegen, damit es nicht so. Da sticht sie mir noch in der Reife. Ich weiß es. Check it out now. We're Funk Soul Brothers. Jetzt die Frage. Lade PlayStation. Wie ist das? Oh Gott, ah ja, ich weiß noch. Cool. Hast du gerade bei mir geguckt, dass ich gedrückt habe? Nein. Star, so bright, wherever you are, come on, baby. Ja. Oh Mann. Also die Videoclips, die leider echt zäh runter. In welcher Sprache bedeutet der Name dieser Band Schwarz? Ach Gott, ach Gott. Spieler 2 darf seine Mitspieler mal auslachen. Sehr sexy Oberlippe Bärtle. Mhm. Vielleicht sollte ich mir sowas auch mal zulegen. Welche Frau wird in diesem schwungvollen Song nicht erwähnt? Ich glaube, ich weiß. Ja, ich kenne dich. Noch ist die Runde nicht vorbei. Ah, zum Glück. Also. All diese Stunden Musikfernsehen zahlen sich wirklich aus, Spieler 2. Sie haben in dieser Runde alle an die Wand gespielt. Jetzt kommt die letzte Runde. Da wird auf Zeit gespielt. Da muss man Fachwissen an den Tag legen.
Da braucht man drei grundlegende Dinge. Intelligenz, Wissen, Durchhaltevermögen und Ausdauer. Und es kommt, wie es kommen musste. Putzen Sie die Ohren noch einmal durch und machen Sie sich bereit für eine Runde Tour de Song. Ich kann mich nur wiederholen, da habe ich noch nie verloren. Hier geht es um Geschwindigkeit. Oh, hier geht es um Geschwindigkeit. Also Schnelligkeit. Alle bereit? Dann auf die Plätze. Fertig. Los. 1 Minute 30, entscheidet sich alles. Knapp am Schluss. Ja, war fast schon unschuldig. Ich habe schon, ich hab echt geschwitzt. Ja. Ja, also. Es wird schon alles in Ordnung kommen. Das wurde mir eben während des Spiels klar. Wie ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt etwas älter als Aline. Und dadurch kann ich halt einige Stücke mehr. Ja. Außerdem habe ich einige dieser Stücke schon gespielt, inklusive Wolfgang Petri. Oh, da sieht man es. Ich belege schon die ersten beiden Plätze. Ah ja, aber das sagt ja nicht viel aus. Platz 1 und 2. Wo ist der Fisch? Oder so. Auf jeden Fall, die erste Runde von 7 geht an mich. Und wir haben einen neuen Leitwolf auf Platz 1. Schau dich nochmal Aline an. Heute noch so. Bald im sexy kranken Schwester-Outfit. Ja. In diesem Sinne, wir verabschieden uns. Tschüss. Sie haben alle sehr gut gespielt, aber eben nicht so.